Hau endlich ab! Erst wenn ich weiß, auf wen du wartest. Auf niemanden. Wie oft soll ich es dir noch sagen? So oft du willst. Das ist richtig romantisch. Treib's nicht zu weit. Willst du mich rausschmeißen? Schaffst du das? Nach deinem schlimmen Schwächeanfall gestern. Sophie hat sich große Sorgen. Verschwinde! Mir wird's zu blöd. Dann gehe ich halt. Da bin ich, hat einen Moment gedauert. Michael, was machen wir denn da? Ich weiß nicht. Ich wollte das nicht, dass das einfach so passiert. Das hat auch gar nichts zu bedeuten. Weißt du, die Musik, ein bisschen Alkohol, die Erinnerung an früher. Lass uns einfach so tun, als wäre das nicht passiert, ja? Kannst du das? Naja, ich werde nachher Probleme mit dem Einschlafen haben, aber ich weiß ja, wie die Lage ist. Herr und Frau Lindner, schön, Sie wiederzusehen. Ein Weißwein, ein Tequila, wie üblich. Genau. Dankeschön. Ihr Wein, Herr Wegener. Ach so, und das Notizbuch, um das Sie gebeten haben. Wenn das dann alles wäre, ich habe nämlich eigentlich schon Feierabend. Vielen Dank, Frau Dietrich. Die Überstunden dürfen Sie natürlich aufschreiben. Danke. Nicht schlecht, die kleine Aufführung. Nur wenig glaubhaft. Spielt ruhig weiter, Chef und Zimmermädchen, wenn euch das antört. Ich habe gesehen, was ich sehen musste. Vielen Dank. Ganz ruhig. Ist nichts passiert. Nichts passiert. Hast du gehört, was der Typ gesagt hat? Er glaubt uns nicht. Vielleicht solltest du mich morgen einfach vor versammelter Mannschaft so richtig zusammenstauchen. Das macht die ganze Geschichte glaubhafter. Der Typ rennt garantiert sofort zu Julia. Wenn sie erfährt, dass wir was miteinander haben, sie ist imstande und kann alles auffliegen lassen. Und das war's dann mit dem Geld für meine Therapie. Das ist mein Todesurteil. Wir müssen ihn einfach davon überzeugen, dass zwischen uns nichts läuft. Auch wenn dir das nicht gefällt. Er will sich an ihn ranmachen. Es würde mit einem Schlag viele Probleme lösen. Zwischen uns ändert das ja nichts. Zwischen uns ändert das ja nichts. Komm, wir machen jetzt den Wein auf und gehen mal zum gemütlichen Fest. Das kann halt nicht dein Ernst sein. Was ist, wenn er zurückkommt? Gut, dann eben nicht. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Hier bist du. Ich habe in der Küche auf dich gewartet. Danke. Aber sag mal, gehst du mir aus dem Weg? Ich wollte nicht stören. Nicht stören in deiner eigenen Küche? Was ist denn los?
ich bin deinem Freund begegnet. Auf der Hütte. Er sagte, er wolle alleine sein. Er wollte sich auf einem der Gästezimmer hinlegen. Aber dann kam eine Frau dazu. Wer? Das soll er dir selber sagen, du. Ich habe mich eh schon genug eingemischt. Morgen. Morgen. Ich muss noch mal mit Niklas reden. Ein ernsthaftes Wörtchen. Also der kommt mit völlig haltlosen Unterstellungen daher. Es ist... Sind Sie das wirklich? Haltlos? Er ist also sofort zu dir gerannt und hat dir die Sache erzählt. Hab ich mir gedacht. Und stimmt es? Hast du eine Affäre? Natürlich nicht. Du hast mir immer gesagt, ich soll nicht aus der Rolle fallen. Wir sollen nicht aus der Rolle fallen. Du genauso wenig wie ich. Der Typ ist eifersüchtig. Die Dietrich war zufällig da. Ach, um die geht's also? Du wusstest gar nicht, dass... Nein. Niklas hat gemeint, du solltest es mir selbst sagen. Ja, ich hatte sie gebeten, mir mein Notizbuch zu bringen und eine Flasche Rotwein. Und? Hast du was mit ihr? Natürlich nicht. Sie ist nett zu mir, weil ich auf ihrer Seite war, als es um ihre Tochter ging. Du hast schon mal mit ihr geflirtet. Pass auf, ich sag dir, was los ist. Dieser Typ steht auf dich. Obwohl er denkt, du bist seine Schwester. Und weißt du auch, warum? Weil du ihm Hoffnung machst. Der Typ ist völlig durcheinander, faselt sich irgendeinen Schwachsinn zusammen. Julia, wenn du mir das nicht glaubst. Manchmal weiß ich wirklich nicht, ob es das alles wert ist. Ob wir nicht unsere Sachen packen und verschwinden sollten. Gute Idee. Dann hat diese ganze Lügerei endlich ein Ende. Also der Fond, der muss noch mehr eingekocht werden, hm? Und diese Marinade nur mit Thymian und Knoblauch. Wenn du die Karotten geschnitten hast, dann bitte hier die Bohnen fädeln. Ach, Frau Sonnbichler, haben Sie einen Augenblick? Ja, aber bitte nur einen Augenblick. Ja, ich wollte nur Bescheid geben. Wir müssen die Trauerfeier für André und Sabrina aufschieben, bis Herr Heinemann wieder zurück ist. Wo ist er denn? Ach, das wissen Sie nicht. Er ist nach Australien geflogen, um mit einem privaten Team nach den Verschollenen zu suchen. Oh Gott, hoffentlich hat er Erfolg. Die staatlichen Stellen haben die Suche bestimmt nicht leichtfertig aufgegeben. Herr Seifeld? Ja. Wir müssen dringend über dieses Tennisturnier reden. Die Kosten laufen völlig aus dem Ruder. Ja, wozu habe ich denn den Sponsor aufgetrieben? Ja, der übernimmt die Hälfte. Auf dem Rest bleiben wir sitzen. Ja, das lassen Sie mal meine Sorge sein, Staat. Das geht leider nicht. Hier geht es um mein Geld. Ja, was natürlich viel wichtiger ist als alles andere. Holen Sie jetzt den Tod Ihres Bruders als moralische Keule raus? Fallen Sie jetzt in Panik wegen ein paar Kröten, Sie mickriger Kleingeist? Herr Stahl, sehen Sie es ihm nach. Der Tod seines Bruders und seiner Nichte gehen ihm näher, als er es zeigen kann. Wir können immer noch die Wahrheit sagen. Was glaubst du, was dann passieren wird, ha? Man wird uns mit Schimpf und Schande vom Acker jagen. Wir haben hier alle und jeden betrogen und belogen. Inklusive deinem geliebten Niklas. Wir können froh sein, wenn sie uns nicht der Polizei übergeben. Wir hätten einfach von Anfang an ehrlich sein müssen. Die Stahls hätten bestimmt Sophies letzten Wunsch erfüllt und deine Behandlung ermöglicht. Guten Tag, Herr Stahl. Ihre Tochter ist tot, tut mir leid. Aber sie hat gesagt, sie sollen uns helfen. Das glaubt uns doch niemand. Das sind alle so nett. Sophies Vater. Einfach alle. Ich hätte nie auf dich hören dürfen. Julia, du weißt, es war die einzige Möglichkeit. Weißt du überhaupt, wie es mir geht? Wie es sich anfühlt, ständig jemand anders zu sein? Ich muss diesen ganzen Mist ausbaden, während du Geschäftsführer wirst. Willst du mir jetzt vorwerfen, dass ich Geld verdiene? Und mit dieser Patricia rummachst? Das ist eine Lüge! Niklas sagt, es stimmt. Du glaubst ihm mehr als mir? Okay. Dann musst du dich entscheiden zwischen deinen Gefühlen ihm gegenüber oder meiner Therapie. Ich habe mir die Erbkrankheit nicht ausgesucht. Es hätte genauso gut dich treffen können. Thank you.
Die waren alle in Ordnung? Super. Dankeschön. Können Sie die bitte in die Küche bringen? Ja, nee. Okay. Morgen. Hast du gut geschlafen? Geht so. Ich hab dich ziemlich vermisst. Aber es ist ja meine eigene Schuld. Ich weiß, ich hätte dir das sagen müssen, dass diese Karten von Joe sind. Und ich hätte dir auch sagen müssen, dass er für mich gestrippt hat. Es hatte ja nichts zu bedeuten. Ja, natürlich nicht. Eben, und deswegen ist es auch egal, ob du mir davon erzählst oder nicht. Ist das dein Ernst? Ja. Ich habe überreagiert. Dein bester Freund ist gestorben. Ist doch klar, dass deine Nerven blank liegen. Ja. Ist jetzt wieder alles in Ordnung zwischen uns? Das freut mich. Sag mal, ist wirklich alles okay? Hast du Lust zu tanzen? Hier? Nein. Heute Abend. In Krauting, da gibt es ein Heubodenfest. Hast du Lust? Sehr gerne. Natürlich lasse ich Sebastian nicht einfach sterben. Ich finde nur, er könnte einfach ein bisschen dankbarer sein. Er tut, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Die Therapie, der Job, seine Affäre. Ach Gott, Moment, ich weiß doch gar nicht, ob das stimmt. Vielleicht hat Niklas ja auch die ganze Sache überinterpretiert. Oder missverstanden. Sebastian würde alles gefährden, wenn er sich mit dieser Frau einlässt. Sophie? Über was zerbrichst du dir denn so angestrengt den Kopf? Hallo, kleine Maus. Und, wie geht's dir? Ja, geht so. Ärger? Nicht so wichtig. Du weißt, dass ich immer ein offenes Ohr für dich habe. Wäre das nicht eigentlich ein Satz, den ich zu dir sagen müsste? Ist es etwas, worüber du nicht mit mir reden willst? Nein, nein, nein. Wenn du es wirklich hören willst, sollen wir einen Kaffee trinken. Okay. Ach, Herr Wegener! Ja? Was ich Sie längst schon fragen wollte. Ich kann ja Gott sei Dank wieder singen. Und meine Auftritte hier im Fürstenhof waren ja legendär. Der Laden voll, das Publikum begeistert. Ja, und jetzt, wo ich gerade mein Comeback gegeben habe... Nicht sehr erfolgreich, wie man liest. Sie glauben doch nicht das, was in den Zeitungen steht. Jedenfalls könnte ich mir vorstellen, an die gute alte Tradition anzuknüpfen. Alte Tradition, Sie sagen es. Ah, Sie sind ein Füchschen. Sie wollen meine Gage drücken. Deshalb reden Sie immer wieder von diesen Schmierfinken. Das war ganz und gar nicht meine Absicht. Es wird keine Auftritte mehr von Ihnen geben. Der Fürstenhof ist kein Auffangbecken für abgehalfterte D-Promis. Deutlich genug ausgedrückt? Voll und ganz. Oh. Ich brauche eine Frau. Was sagt Ihr Freund dazu? Ach, das ist ein Notfall. Ich kann Tina nicht finden. Ich bin jetzt überhaupt gar nicht in dieser Stimmung. Bitte, Frau Schweitzer. Eine Frau von Ihrem Format, Ihrer Klasse. Immer begehrenswert, sexy. En vogue. Leider sehen das nicht alle so. 5 Minuten, aber dann muss ich wieder arbeiten. Okay. Michael hat eingesehen, dass es keinen Grund gibt, eifersüchtig zu sein, und er will mit mir aufs Heubodenfest gehen. Auf einmal? Ja, er ist irgendwie durch den Wind. Sein bester Freund ist tot und... Ach, bestimmt hat er das herausgefunden, das mit der Tanzeinlage von Joe Möller. Und ich bin mir sicher, seine Ex hat ihm das gesteckt. Nein, ich hab's ihm gesagt. Und jetzt will ich nie wieder über diese Tussi sprechen. Denn ich freue mich auf das Fest und darauf, mit Michael zu tanzen. Und das Kleid soll sagen, ich bin die Einzige für dich. Also dann würde ich Ihnen ja zu dem Joe Möller-Kostüm raten. Damit sind Sie bestimmt die Einzige auf dem Fest. Oh, Frau Schweitzer, bitte.
Das Grüne passt perfekt zu Ihren Haaren. Ja, dann nehme ich das. Wunderbar. Und ich wette, Frau Engel wird bestimmt genauso grün vor Neid, wenn sie darin sieht. Saalfeld weiß anscheinend, welche Knöpfe er bei dir drücken muss. Ich sollte das alles gar nicht so ernst nehmen. Ja, trotzdem ärgerst du dich. Vor allem über mich selbst. Im Grunde hat er mir gar nichts getan. Mickriger Kleingeist. Das war bestimmt als Kompliment gemeint. Hat mir schon ganz andere Dinge an den Kopf geworfen. Macht gerade eine schwere Zeit durch. Damals nach dem Tsunami, als es über Wochen und Monate keine Nachricht von dir gab, kann ich völlig neben mir. Aber zum Glück habe ich ja nicht nur dich wieder bei mir, sondern auch Mila, bei der ich hoffentlich alles besser machen werde. Du hast doch bei mir nicht alles falsch gemacht. Dass ich das mal aus deinem Mund hören würde, was sich wirklich verändert. Zu deinem Besten. Ich habe eine Idee, wie du dein Verhältnis zu Herrn Saalfeld verbessern könntest. Meine Tochter ist nicht nur klug und schön, sondern auch ein Friedensengel. Ach, hier sind Sie. Ist kein Problem, dass Sie die Medikamente vergessen haben. Dafür bin ich ja da. Okay. Schönen Urlaub noch, ja? Tschüss. Rosalie. Hast du gut geschlafen? Können wir kurz reden? Rosalie. Ich hätte es gestern nicht so weit kommen lassen dürfen. Dazu gehören ja immer zwei. Aber ich möchte nicht, dass du dir Hoffnungen machst. Nein, das haben wir gestern schon besprochen. Das war die Atmosphäre, die Musik. Ja, Sentimentalitäten. Natürlich. Aber jetzt mal abgesehen von all den Unstimmigkeiten zwischen dir und deiner Freundin im Moment und von dieser besonderen Situation, glaubst du nicht, dass das eine Bedeutung hat, wenn du ausgerechnet mich küsst? Schließlich wollten wir doch mal heiraten. Das ist lange her, Rosalie. Ich gehöre zu Coco. Sie hat wirklich Glück. Ich muss dann los. Morgen. Morgen. Und, was soll ich tun? Wir brauchen Julienne von Karotten und Kohlrabi. Traust du dir das zu? Ich denke schon. Du nicht doch lieber zeigen? Das Messer stimmt doch schon mal, oder? Hast du mit ihm gesprochen? Ja, er meint, du irrst dich. Er lügt. Für mich klang es aber ganz plausibel. Es geht doch nicht nur um gestern Abend. Ich frage mich, warum hat er sich so für Patricia Dietrich ins Zeug gelegt? Er riskiert damit seinen Job. Ja, weil er denkt, genauso wie du, dass Friedrich sie so nicht behandeln darf. Mit meinem Bruder ist nicht nur ein unvergleichlicher Koch, sondern auch ein unvergleichlicher Mensch von uns gegangen. Ach, das ist doch Mist. Wie geht's Ihnen, Herr Saalfeld? Störe ich Sie? Ich
versuche mir nur ein paar Worte zu überlegen, die ich auf der Trauerfeier reden kann. Es gibt schönere Aufgaben. Ja, deswegen lasse ich mich auch nur zu gern unterbrechen. Sogar von Ihnen. Bitte. Wenn Sie wollen. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, das war nicht die feine Englische. Schon vergessen. Wegen Ihres Geldes brauchen Sie keine Sorgen zu machen. Die Kosten des Turniers habe ich im Griff. Bin sogar dabei, weitere Sponsoren aufzutreiben. Selbst wenn nicht, ich werde es überleben. Eigentlich sollte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Wenn Sie an einer Trauerrede arbeiten, glauben Sie nicht, dass Herr Heinemann Erfolg hat mit seiner Suchaktion? Ein Rest von Hoffnung bleibt doch immer. Ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Für den Fall, dass diese schreckliche Nachricht traurige Gewissheit wird. Verspätet, sorry. Nicht sehr kollegial. Was wird das jetzt hier? Zwergenaufstand? Sie wären ja auch nicht begeistert, wenn ich Sie warten ließe, oder? Das ist ja auch was anderes. Ich bin der Boss. Ich stehe hier. Sie da. Schon klar. Trotzdem mache ich jetzt Pause und hier fehlt noch eine Virgin Mary. Ein O-Saft, bitte. Ja. Kommt sofort, ich muss nur erst die Bestellung der Kollegin abarbeiten. Kein Problem. Ärgern Sie sich doch nicht. Ja, ich habe mitbekommen, wie unser feiner Herr Geschäftsführer mit Ihnen umgegangen ist. Also kein Stil, der Mann. Auch keine Ahnung. Ich denke, das ist ein Gewinn für den Fürstenhof wäre, wenn Sie weiter hier auftreten würden. Ach, wissen Sie, meine vielen Jahre im Business, die haben mich eins gelehrt. Was kümmert es den Baum, wenn sich ein Schwein an ihm kratzt? Ich finde auch anderswo Engagements. Also ich hätte Sie gar nicht gehört. So. Das ist ja freundlich von Ihnen, aber Sie echauffieren sich doch nicht meinetwegen so. Sie haben doch selbst Aktien in der Sache, hm? Ich weiß, dass Sebastian Wegner ein unehrliches Spiel mit meiner Schwester treibt. Ich habe noch keine Beweise. Aber Sie sind sich ganz sicher? Vollkommen. Kleiner Tipp von mir. Halten Sie sich da raus. Sonst haben Sie nicht nur Herrn Wegner gegen sich, sondern auch Ihre Schwester und vielleicht auch Ihre ganze Familie. Aber wie ich sehe, tun Sie dann doch nur das, was Sie für richtig halten und pfeifen auf einen Rat. Sei ja auch noch so gut. Wie gut ist denn der O-Saft? Kommt sofort. Gut. Sie mir mal helfen. Klar. Zu. Entschuldigung. Ja. Eigentlich müssten Sie was in die Kaffeekasse tun, aber keine Sorge. Ich verrate Sie nicht. Gute Laune. Ja, und auch einen Grund dazu. Es geht voran. Ah, ich habe gerade mit Coco gesprochen, ob sie mit mir was unternehmen will. Aber nein, sie geht mit dem Doktor zum Tanzen. Na und? Ja, ich sehe da jetzt keinen Fortschritt. Weder für Sie noch für mich. Haben Sie mir gestern nicht zugehört? Man muss das langfristig sehen. Michael hat mich geküsst. Wie? Naja, jetzt rudert er zurück und möchte, dass das nicht passiert ist. Und das nennen Sie einen Erfolg? Der Kuss beweist doch, dass ich immer noch eine Wirkung auf ihn habe. Dann habe ich mich verständnisvoll gezeigt, ein paar Tränchen verdrückt. Und das verkraftet kein Mann. Ihr seid ja alle so simpel gestrickt. Spätestens morgen, wenn nicht schon heute, kommt er an und möchte unbedingt mit mir sprechen. Und dann werde ich dafür sorgen, dass es nicht allein bei Worten bleibt.
Wow. Ja. Na, wo bleiben die Lobeshymnen? Die knallenden Korken. Bald ist der Weg frei für Sie und Ihre kleine Klassenkameradin. Naja, wir können ja schon mal anstoßen. Heute Abend? Das mit den knallenden Korken war nicht wörtlich gemeint. Ist doch egal. Wir beide haben ein gemeinsames Interesse und deshalb müssen wir zwangsläufig zusammenarbeiten. Männer, mit denen ich ausgehe, die haben ein anderes Kaliber. Also, schönen Tag noch. Haben Sie es hier? Danke. Mir war gar nicht klar, dass der Fürstenhof sich so viel Mühe gibt bei den Personalzimmern. Naja, ein bisschen was muss man schon selbst tun. Aber Sie sind bestimmt nicht gekommen, um sich mit mir über Inneneinrichtungen auszutauschen. Eben. Geben Sie doch einfach zu, dass Sie eine Affäre mit unserem Geschäftsführer haben. Das würde ich tun, wenn es da etwas zuzugeben gäbe. Herr Stahl, Sie rennen da irgendeiner fixen Idee hinterher. Nur weil ich Herrn Wegner eine Flasche Wein und sein Notiz... Sowohl meine Schwester als auch ich waren auf Ihrer Seite, als es um das Besuchsrecht bei Ihrer Tochter ging. Herr Wegner hat mich genauso unterstützt. Eben. Warum sollte er das tun? Außer... Er wäre mein Liebhaber. Vielleicht ist er einfach nur ein Gentleman, der genauso wie Sie der Meinung ist, eine Mutter sollte ihr Kind sehen. Ich hätte mir auch einen großen Bruder gewünscht. So einen wie Sie. Der auf seine kleine Schwester aufpasst. Selbst wenn er sich vielleicht mal lächerlich macht. Wahrscheinlich tut Herr Wegner ihrer Schwester wirklich irgendwann weh. Aber ich habe damit garantiert nichts zu tun. Haben Sie es noch immer nicht kapiert? Die Kopie ist nie so gut wie das Original. Fragt sich nur, wer hier was ist. Wenn ich mir das Discounter-Fähnchen ansehe, das um Ihren Körper flattert. Zumindest muss ich nicht hunderte von Euro für teure Designerkleider ausgeben, um gut auszusehen. Ich mache sogar in einem Jutesack eine bessere Figur als Sie. Daran können Sie sich ja schon mal gewöhnen. Wie man hört, finanzieren Sie Ihr Luxusleben auf Pump. Oder um es weniger freundlich zu sagen, durch Diebstahl. Ein braves Spießerleben ist ja viel besser. Ich frage mich nur, wie lange es dauert, bis Michael sich mit Ihnen zu Tode langweilt. Da besteht keine Gefahr. Nein, Sie gehen ja heute aus. Auf ein Heubodenfest. Stampfende Bauern beim Schuhplattler. Nicht nur. Da legt auch ein DJ aus München auf. Ja, dritte oder vierte Garde, das passt zu Ihnen. Wir werden unseren Spaß haben. Jedenfalls mehr, als wenn Sie in einer Edeldiskothek an einem überteuerten, geschnorrten Cocktail nuckeln. Qualität hat nun mal ihren Preis. Bei Getränken genauso wie bei Klamotten. Aber wenn man das nicht erkennt. Im Gegensatz zu Ihnen erkenne ich Qualität nicht nur am Preis. Und Michael übrigens auch. Entscheidung. Ist eine wunderschöne Route. Und dann komme ich problemlos für heute. Ja, ist alles beschildert. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ja. Oder Sie gehen darum. Sie sich aussuchen. Max, entschuldigen Sie bitte. Ja. Falls mein Mann nach mir fragt, ich bin im Restaurant, ja? Alles klar. Danke. Ach, Charlotte, entschuldigen Sie. Darf ich Sie kurz was fragen? Ja, natürlich. Wissen Sie, ob Frau Dietrich noch Unterhalt von meinem Vater bekommt? Und wieso interessiert Sie das? Sie stattet ihr Personalzimmer mit teuren Möbeln und Accessoires aus. Ich frage mich, wo
Woher hat sie das Geld? Ja, also von Friedrich nie. Ah. Seitdem Mila alleine zugesprochen wurde, hat er die Zahlungen eingestellt. Vielleicht hat sie auch was gespart oder wird von ihrer Schwester unterstützt. Haben Sie etwa einen Verdacht, dass sie stiehlt? Tja, dann möchte ich mir auch nicht weitere Gedanken darüber machen. Je weniger ich von dieser Person höre, desto besser. Ja, das können Sie natürlich auch machen, aber das zeige ich Ihnen am besten draußen, ja? Dankeschön. Darf ich fragen, was du hier machst? So eine Geste, das hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut. Du siehst, Friedrich ist kein so furchtbarer Mensch, wie du immer denkst. Ich sage es ungern, aber es könnte tatsächlich sein, dass ich meine Meinung über ihn revidieren muss. Dabei war ich sogar heute Morgen noch ein wenig, was soll ich sagen, heftig zu ihm. Das heißt vermutlich, du hast ihm Beleidigungen an den Kopf geworfen. Naja, ich war ein bisschen schroff zu ihm. Aber anstatt es mir heimzuzahlen, kommt er mit einer solchen Geste. Respekt. Muss ich mich jetzt etwa auf ewigen Frieden zwischen euch einstellen? So weit ist es nicht. Und wird es wohl auch nie kommen. Wieso? Naja, ohne diese kleinen Streitereien und Reibereien zwischen uns ist das Leben doch langweilig. Ja, das kann ja wirklich niemand wollen. Aber in der Krise, da zeigt sich der Mann. Und deiner hat heute Format bewiesen. Du hast eine Affäre mit Frau Dietrich. Das ist Fakt. Fakt ist, dass du hier meine Sachen durchwühlst. Ich sollte die Polizei rufen. Bitte? Tu dir keinen Zwang an. Oh. Feiner Herr Geschäftsführer zögert. Du hast Angst, dass die Wahrheit ans Licht kommt. So ein Schwachsinn. Dann leugnest du also auch, dass du ihr die Möbel für ihre Wohnung bezahlt hast? Warum sollte ich? Naja, so einer heimlichen Geliebten kann man doch schon mal ein paar Geschenke machen. Lieber Quatsch. Es ist wirklich unfassbar, mit welcher Dreistigkeit du hier im Privatleben anderer Menschen herumschnüffelst. Der Einzige, der hier wirklich was zu verbergen hat, bist du. Weil du ein kranker Perverser bist. Wie bitte? Und deshalb bist du eifersüchtig auf mich. Weil ich eine ganz normale Beziehung mit ihr führe. Du willst deine Schwester flachlegen. Ja, das ist ein Argument. Rosalie, gut, dass ich dich habe. Hör zu, wir müssen reden. Ich weiß, du hast dir mehr erwartet. Und genau deswegen hätte ich dich nicht küssen dürfen. Hör zu, unsere Geschichte, sie ist lange vorbei. Es tut mir leid, wenn ich dadurch alles noch viel schlimmer gemacht habe. Es war nicht meine Absicht. Ich wollte dich nicht. Du hast Rosalie geküsst?
Sie wollten ja nicht auf mich hören. Oh, hätte ich nur. Eigentlich haben Sie ja nur Ihre Schwester verteidigt und das ist ziemlich nobel. Ja, aber ich hätte mich nicht so provozieren lassen dürfen. Ja, da hat der Geschäftsführer wirklich ein Talent. Manche Menschen bringen es fertig, nur das Schlechteste in einem an die Oberfläche zu bringen. Mein Gott, jetzt rede ich schon wie so eine Psychotante aus dem Frauenmagazin. Ja, manchmal haben die auch recht, die Psychotanten. Was hat er denn gesagt, dass Sie so ausgeflippt sind? Unwichtig. Vollkommen absurd. Aha. Wegen Unwichtigkeiten schlagen Sie also sofort zu? Danke. Für was? Ich stelle mir gerade vor, Sie haben meinen guten Ruf bei der Geschäftsführung verteidigt. Naja, für den D-Promi hat er das auch wirklich verdient. Sagen Sie, hatten Sie richtig Wumms dahinter? Ja. Na, da sollte Herr Wegener besser aufpassen, ne? Wenn man es sich gleich mit dem Küchenchef und der Barchefin verscherzt, hat man ganz schlechte Karten. Hm? Oh, oh, Vorsicht. Dann trinken wir doch mal auf die Geschäftsführung. Der hatte nichts zu bedeuten, gar nichts. Sieht sie das auch so? Wohl kaum. Sonst müsstest du dich nicht bei ihr entschuldigen. Guck, sieh doch mal, Rosalie und ich wollte sie nicht verletzen. Wir haben eine Geschichte zusammen. Und aber du verletzt mich. Sie versucht dann eure gemeinsame Geschichte anzuknüpfen, was ihr offensichtlich auch gelingt. Coco, nein. Nein, das gelingt ihr nicht. Warum küsst du sie dann? Das habe ich dir doch schon erst. Die Musik, ich war betrunken, ich war sauer, ich. Da wusstest du nicht, was du tust. Doch. Mir war in dem Moment schon klar, dass es falsch war. Schönen Dank. Seit sie hier ist, versucht sie, sich an dich ranzumachen. Und jetzt hat sie es geschafft. Weißt du was? Geh doch einfach mit ihr zu dem Fest. Ihr tanzt doch so gerne miteinander. Coco, nein. Bitte, bitte, bleib hier, bitte. Warum sollte ich? Weil ich dich liebe. Als ich noch dachte, du bist Rosalie, habe ich doch gesagt, die Geschichte ist lange vorbei. Das musst du doch gehört haben. Bitte, bitte, Coco, bitte. Lass uns das einfach vergessen. Ich tanze viel lieber mit dir. Viel, viel lieber. Bitte verzeih mir. Ich werde dann jetzt keine andere Frau mehr küssen, die verschwinde ich dir, bitte. Unter einer Bedingung. Zwischen dir und ihr herrscht ab jetzt absolute Funkstille. Der Typ ist komplett irre. Und tu jetzt bitte nicht so, als sei ich der Buhmann. Hier. Danke. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wieso er plötzlich auf dich losgeht. Er dachte wahrscheinlich, kann die Wahrheit aus mir rausprügeln.
Ich habe ihm doch gesagt, dass ich nicht glaube, dass du eine Affäre hast. Er hat ihn offenbar nicht überzeugt. Aber du glaubst mir? Dann glaub mir bitte auch, dass der Typ noch auf dich steht. Selbst wenn es so sein sollte. Er verhält sich mir gegenüber wie ein Bruder. Er kommt mir nicht näher, macht keine Andeutungen. Alles ganz normal. Alles ganz normal, ja? Findest du also normal, dass jemand mit seiner Schwester ganz romantisch Pilze suchen geht und auf eine Almhütte kuschelt? Ja, wir haben Spaß zusammen und wir verbringen gern Zeit miteinander. Mehr nicht. Exakt das hätte er aber gern. Du spinnst. Okay. Was hältst du davon, wenn wir das auch mal machen? Wir gehen ganz romantisch spazieren und knutschen in der Abendsonne rum, wie das eben so normal ist unter Geschwistern. Ich muss zur Arbeit. Wenn ein Prinz kommt und die Jungfrau rettet, dann kann sie ein Mensch werden. Und woher weiß die Meerjungfrau, ob der Prinz der Richtige ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Das ist sie übrigens. Das ist meine Richtige, das ist Pauline und das ist Niklas. Hallo. Freut mich sehr. Ich freue mich auch. Hallo. Mein Gott, wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht? Mein Bruder und meine Schwester zusammen auf meiner Hochzeit. Sie ist deine Schwester, Niklas. Deine eigene Schwester. Mit dir reden. Auch mit dir. Warum hast du dich mit Sebastian geprügelt? Hat er das nicht erzählt? Doch, aber ich würde gern deine Version hören. Ich bin mir sicher, es stimmt, was dein Freund sagt. Ich bin zu weit gegangen. War doch nicht ohne Grund. Ach, du weißt doch. Ich denke nach wie vor, dass er dich betrügt, was du mir nicht glaubst. Es geht so nicht weiter, Sophie. Ich habe mich doch niemals mit jemandem geschlagen. Zumindest nicht als Erwachsener. Was heißt das? Dass ich Distanz schaffen muss zwischen uns. Warum? Das weißt du doch. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Welche? Dass wir uns nicht so viel über den Weg laufen dürfen. Wir müssen Abstand halten. Du suchst dir ab sofort eine andere Stelle im Hotel. Ich will nicht, dass du weiter hier in der Küche arbeitest. So, ist die Marinade fertig? Mach doch die Kräuter schneller, die müssen erhalten. Ich würde Ihnen sogar ein paar Gratis-Trainerstunden anbieten, so als Geste der Versöhnung. Es geht in erster Linie um Spaß. Natürlich. Aber Sie wollen ja auch nicht wie einer dieser pseudosportlichen Senioren mit Stirnband wirken, die völlig außer Puste über den Platz hetzen, hm? Ich gehe wieder zurück nach Barcelona. Doch. Ein Freund von mir da unten, der kennt jemanden, der vielleicht Interesse hätte, in ein Restaurant zu investieren. Ich will mich mal nicht zum Affen machen. Weißt du? Sag mal, ist dir das peinlich, mit mir zu spielen? Ich will mich hier gar nicht verabschieden von Sabrina. Das ist denn, wenn sie noch lebt? Ja. Vor Wochen wurde sie gefunden. Hat Gedächtnis verloren.